Herzlich willkommen zu einem Videotutorial von LG Nexera. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie in ICM4Kids Dienste einteilen können. Dazu gibt es die sogenannte Dienstübersicht. Hier sieht die vorgesetzte Person ihre Mitarbeiterinnen in einer Monatsübersicht. Dienste können einmalig oder wiederholend eingetragen werden. Um einen Dienst einzutragen, klicken Sie auf den Tag, an dem der Dienst starten soll, mit der linken Maustaste. Klicken Sie nun Dienst eintragen. Nun können Sie den entsprechenden Dienst, der zuvor angelegt wurde, auswählen. Anschließend können Sie ein Startdatum definieren und gegebenenfalls eine Periode. In unserem Fall wollen wir den Frühdienst der Mitarbeiterin für jeden Montag, Mittwoch und Freitag bis Ende Oktober zuweisen. Wir wählen das Endedatum aus, sagen jeden Tag, Feiertage auslassen, durchgehend Montag, Mittwoch und Freitag. Andere Alternativen wären zum Beispiel alle 2 Wochen, alle 2 Monate, alle 2 Quartale etc. Feiertage mit einbeziehen und auch alternierende Tage durchgehend und Tage frei Einstellungen vorzunehmen. Klicken wir nun auf den grünen Haken, werden die Dienste entsprechend generiert. 37 Einträge wurden erstellt und wir sehen nun in der Dienstübersicht, dass jeden Montag, Mittwoch und Freitag Frühdienst dieser Mitarbeiterin zugewiesen wurde. Dies übrigens auch für den September und für den Oktober. Ab November sind keine Dienste zugewiesen. Feiertage kennt das Programm ebenfalls. Urlaube können hier auch eingeplant werden. Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste auf den entsprechenden Tag bei der Mitarbeiterin. Klicken Sie auf Abwesenheit eintragen, klicken Sie auf Urlaub, wählen Sie das Beginn- und das Endedatum, klicken Sie auf Bestätigt und der Urlaub ist bestätigt. Zur besseren Übersicht können Sie diese Ansicht auch in Excel exportieren. Das waren nur 2 der vielen Anwendungsmöglichkeiten der Diensteinteilung in ICM4Kids.